Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einer neuen Folge von One Piece Burning Blood. Dieses Mal mit drei Raffi-Gameplays. Ja, es gibt ja so unglaublich viele Raffi-Charaktere in diesem Spiel. Das werde ich erstmal in zwei, drei Folgen aufteilen. Wahrscheinlich in drei Folgen. Und wir haben dieses Mal dabei Raffi, Raffi und Raffi. Also einmal den Kung-Fu, aber den normalen, dann Kung-Fu und den Champion Raffi. Wir machen erstmal mit dem normalen Raffi und gehen einfach mal die Standards durch, ne? Einmal das übliche draufhauen wie ein Irrer. Endet mit einer Bazooka! Ziemlich nice. Hab extra Enel genommen, weil auf Kroko-Schmuck hatte ich keinen Bock. Da dachte ich mir, komm, nimm's einfach mal Enel. So, das waren die Standards. Machen wir mal nach unten. Das ist einmal die Peitsche. Lässt sich, glaube ich, nicht stacken. Nein. Aber auf den Zurennen macht einmal den hier, diese tolle Umarmung. Verteidigen. Wenn wir springen und angreifen mit normal, macht er den. Und bei Dreieck macht er einmal hier Stump Gatling. Voll in den Rücken. So. Kommen wir mal zum Abwehrdurchbruch, den normalen. Bats. Einmal Gomme Gomme Noah Bulletta. Und beim massiven Abwehrdurchbruch einmal die Rakete. Nicht die rote Rakete, sondern die Gummirakete. So. Das haben wir. Dann kommen wir mal zu den nicht nur drei Specials. Machen wir einmal die Gatling. Wenn wir den Knopf öfters drücken, dann haut er sehr, sehr lange drauf. Ist ziemlich geil, man kann auch einfach nur einmal gedrückt halten, dann macht er mal den, dann kann man in normale Angriffe übergehen. Je nachdem, wie es einem am meisten zusagt. Dann machen wir mal die Kugel. Geht immer schön ins Gesicht. Wir setzen uns mal nach hinten. Siehst du, du greifst von hinten an und es geht trotzdem ins Gesicht. Ist schon ziemlich nice. Dann haben wir noch die Bazooka. Bats, hast du das gesehen? Okay, ich wollte gerade gucken, die Kugel kann man nicht aufladen. Was man aber auch machen kann, ist, man macht den und geht in die Bazooka über. Das ist nämlich geil. Man kann die Gatling und die Bazooka kombinieren und so extra viel rausholen aus dem ganzen Lachs. Einmal hier resetten. Kommen wir mal zu seinem Talent. Sein Talent ist, wenn wir jetzt Talent drücken, plopp, einmal kurz den hier machen. Da können wir Schläge und so weiter abfangen. Ist ziemlich cool. Was auch geil ist, das habe ich ja im Verlauf des Let's Plays ein, zwei, dreimal ohne zu wissen, wie ich es hingekriegt. Wir drücken Talent. Dann drücken wir für Special. Drücken wir dann. Und Angriff. Pass auf, ich mache das mal. Talent und dann Special und Angriff zusammen. So machen wir den Gum-Gum-Orkan. Ziemlich geil. Wenn wir dann, wenn wir den Orkan ausführen, also wir machen ja erst Talent und dann müssen wir L1 und Viereck drücken. Wenn wir dazu noch nach unten drücken, warte mal, dann passiert Folgendes. Dann drückt er ihn nach oben in den Himmel. Ziemlich geil. Jetzt weiß ich auch, wie das Ganze funktioniert. Ist ziemlich cool. Naja, du mich auch. Warte mal, flupp, einmal resetten. So, dann kommen wir mal zu seinen anderen Specials, nämlich zum Dreieck. Dann macht er einmal die Gum-Gum-Pistole. Mit ein bisschen mehr Reichweite. Wenn wir nach unten machen, macht er einen Stempel. Ein bisschen nach oben, damit er auch ja schön trifft. Okay, er macht immer die Pistole. Okay, beides kann man nicht aufladen. Kommt man nicht irgendwas aufladen? Ich schau mal schnell nach. Nö, kommt man nicht aufladen. Okay, da habe ich das verwechselt. Das war, glaube ich, bei einem der beiden anderen Raffis, wo man irgendwas aufladen kann. Ja, gut zu wissen. So, haben wir jetzt das ganze normale Zeug durch. Ich find's cool, dass er den Orkan beherrscht und dass man den irgendwie nur extra rauskriegt durch Experimentieren, weil hier ist ja nichts angezeigt. Finde ich schon irgendwie cool. Ja, okay. Machen wir mal mit der Explosion weiter. Ja, Mann.
Man beachte, wir haben... Warte mal kurz. Okay, ich habe mich verguckt. Wir haben immer noch dasselbe, nur dass wir jetzt die Jet Gatling haben. Die Jet Bullet, die richtig schnell reinhaut, immer ins Gesicht, auch von hinten, voll ins Gesicht. Und die Jet Bazooka. Wir können natürlich auch wieder kombinieren. Mit der Bazooka. Voll rein. Und da machen wir jetzt Folgendes. Im Bonus-Style richtig fertig machen. Da fliegt er! Und wir werden, wie man gesehen hat, nochmal richtig schön klein. So ein bisschen Chibi-Graffi. Ist schon relativ nice. Warte mal, aber resetten. Und da möchte ich jetzt kurz... Ja. Ich möchte nämlich ganz gerne... Das Gute ist... wenn wir jetzt in G2 sind, wir stehen hier weg und wir greifen einfach an, sprintet der einfach auf ihn zu. Relativ nice. Wir können natürlich auch, Talent drücken und dann mit Rakete, also jetzt, Talent, aufladen und dann können wir mit Rakete einfach auf ihn zustürmen. Warte mal, können wir auch in G2 den, Orkan machen, weiß ich gar nicht. Tatsächlich. Wir rauschen zwar an ihm vorbei, aber hey. Ziemlich cool. Ja, ich möchte ihn gerne in einer Range haben, dass ich ihn... Ach komm, ey. Oh, komm, steh wieder auf. Ich möchte es gerne hinkriegen. Jetzt bin ich wieder so ruhig. Es tut mir leid. Das Gute ist, ich brauche gar nicht zu ihm laufen. Raffi stürmt in G2 einfach immer auf seinen Gegner zu. Das ist echt toll. Praktisch. Na, natürlich fällt er jetzt wieder auf die Fresse. Okay, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, jetzt aber komm. Jetzt möchte ich eine schöne Animation haben. So, wollt ihr das haben? Chibi-Raffi! Yay! Tut mir leid, dass ich jetzt meinen eigenen Main-Sofa kloppen und vorführen muss, aber es muss einfach sein. So, ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen geschnitten, hoffe ich. Ist ja auch egal. Muss einfach sein. Dann gehen wir jetzt mal rüber zu... Kung-Fu Point! Yay! Der hat das ganz Übliche. Einmal ganz normal angreifen. Bats. Macht das ganz normal. Ja, steh auf. Dann machen wir mal hier mit Special. Macht da einfach einen Kung-Fu-Tritt. Warte mal. Er rennt auch dabei auf ihn zu. Warte. Wie man gesehen hat, er ist sehr schnell dabei. Wenn ich jetzt weit weg bin und ich drücke, halt einfach gedrückt, rennt er auf ihn zu. Das ist richtig geil. Also mit Kung-Fu-Raffi kann man... das sind übrigens alle drei normalen Raffis. Also der normale Raffi vor 2 Jahren. Kung-Fu-Raffi und Champion-Raffi sind Allrounder. Ohne Haki. Habe ich vergessen zu erwähnen. Nach unten und Dreieck ist übrigens dieser Kung-Fu-Tritt hier. Flats. Einmal nach oben wegschleudern. Kann man nochmal ein bisschen draufhauen. Aber ich finde es gut. Ich finde es einfach geil, dass man mit ihm auf ihn losstürmen kann. Verteidigen. Ist schon ziemlich nice. Das ist ein Abwehrdurchbruch. Einmal so ein Kung-Fu-Tritt. Und der massive Abwehrdurchbruch ist die Rakete. Okay. Ist gut zu wissen. Wenn wir springen, macht er, glaube ich, auch den. Ja, und die Stampe, das ist ganz normal. Er hat auch die ganz normalen Specials wie der normale Raffi, die wir auch kombinieren können. Gatling in Bazooka. Gatling zu Bazooka. Deswegen zeige ich die jetzt nicht. Und er hat auch den Storm, den ganz normalen. Also, da ist auch nichts Besonderes mit bei. Jetzt habe ich nochmal kurz geguckt. Da ist alles noch gleich geblieben. Er hat auch die Rakete. Okay. Also ich habe eben geguckt wegen anderen Specials, ist alles gleich und das mit dem Aufladen war wirklich das, was ich bei Raffi vor 2 Jahren verpeilt habe. Und dann haben wir auch ihn hier durchgefrühstückt.
Und wir... Obwohl... Warte mal. Ich geh mal kurz in Kung Fu 2. Ja. Ja, super, jetzt legt es sich wieder hin. Nein, nicht. So. Ich möchte ihn gerne mit der schönen Animation verkloppen. So, jetzt kommt's. Einfach nur, damit wir Kung Fu Raffi mit der schönen Animation sehen. Ich muss jetzt auch durchkommen, er ist unter der Hälfte. Der Bazooka! Im Kung Fu Style! Wenn, gucken wir uns ja auch alles an. Da, ein Chibi Raffi, ein Chibi Kung Fu. So, und dann machen wir mal weiter mit. Champion! Sag nichts gegen Afro. So. Er hat genau wie Kung Fu Raffi eine Änderung, nämlich in seinen Specials, zeigen wir gleich. Erst einmal das Normale, ne, das Übliche. Ein bisschen draufhauen. Er macht einen auf Boxer. Kung Fu Raffi greift mit Kung Fu Tritten an, er mit Boxhieben. Ich finde es schön, dass das so... Also da kann man schon verstehen, dass das jetzt Einzelcharaktere sind, weil die halt einen anderen Kampfstil haben. Er boxt mehr, der andere tritt mehr und Raffi ist halt so der standardmäßige, er macht alles, der normale Raffi vor 2 Jahren. Er macht hier einmal so einen Leberhaken. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie dieser Angriff heißt. Auf jeden Fall greift er so an, schon ziemlich nice. Beim Sturm macht er den hier, einen auf schnellen Boxer. Habe ich eigentlich mit Kung Fu Raffi das Sturm gemacht? Ich glaube nicht, ne? Dann macht er einmal hier so einen Kung Fu Hieb. Einen auf Bruce Lee, alles klar. So, wieder zu ihm. Was soll ich machen? Genau, wir hatten den Gum Gum Haken. Den hatten wir. Der Abwehrdurchbruch. Komm, steh mal auf. Steh mal auf, mein Mensch. Steh mal auf. Einmal einen Kinnhaken. Einen Aufwärtshaken, oder wie auch immer man den Box-Move nennt. Und der Massive ist natürlich auch eine Rakete, natürlich. Seine Specials sind natürlich die Gatling, die Kugel, die natürlich immer ins Gesicht trifft. Und hier, Dings, ne, weiß schon. Bazooka, kann man auch wieder Gatling zu Bazooka machen, brauche ich nicht zeigen. Auch er hat den Sturm. Blablabla. Auch nach oben, ganz üblicherweise, ne? Und er macht den. Und auch das. Also die Sprungattacken sind auch immer dieselben. Das haben wir gezeigt, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Kommen wir mal zum Special. Jetzt haben wir Champion Gang. So, hat auch dieselben Angriffe, die ganzen dieselben Specials. Brauche ich auch nicht alles zeigen, kennen wir schon alles. Das wollte ich jetzt nicht. Ich glaube, es wird schwer, das mit der schönen Animation zu sehen. Auch irgendwie schön mit dem riesen Boxhandschuh. Einmal kurz den hier. Kann ich nicht irgendwie was an seiner TP ändern? Nee. Kann ich nicht. Schade. So, immer nur halb oder so. Keine Ahnung. Kacke. Jetzt aber komm. Das müsst jetzt, eigentlich hinhauen. Mal gucken. So, mit einem Chibi Champion werden wir das aber nicht beenden, denn ich habe noch ganz vergessen, ne? Sein Gum Gum Flay, oder wie auch immer man das ausspricht, ich habe keine Ahnung, ist ziemlich komisch geschrieben. Wir drücken einfach mal Special. Macht er einfach einen auf Morgenstern. Hat er ja auch gegen Foxy im Anime eingesetzt, ne? Den Morgenstern-Move. Macht es eigentlich mehr Schaden, wenn ich ganz da. Jo, trifft öfters und dann einmal draufhauen. Ah, und nach unten ist ein Aufwärtshieb. Warte mal. Bats. Voll geil.
Alles klar. Ich muss mal kurz was nachgucken. Sind ja beide aufladbar, wie man gesehen hat. Wir können einmal direkt machen oder schön aufladen. Das mit nach unten ist bei Abwehr und bei Fähigkeitsnutzung effektiv. Also wir können dann auch andere Fähigkeiten durchdrücken. Auch Lugia können wir damit durchbrechen. Ist ziemlich cool. Muss man sich merken. Und ja, damit haben wir dann endlich, das ist glaube ich das längste Gameplay-Video, was ich hier jemals raushauen werde, weil wir halt drei Charaktere in eins machen. Aber für die anderen beiden finde ich nicht diese schönen Thumbnail-Bildchen. So, von daher. Jetzt haben wir drei Raffis gesehen. Und da kann man sich jetzt aussuchen, wen man spielen möchte. Den vor 2 Jahren, den Kung-Fu oder den Champion-Raffi. Alle haben so ihren eigenen kleinen Stil. Und alle sind so auch relativ cool. Ist halt Raffi, ne? Raffi ist immer cool. Dann würde ich mal sagen, beenden wir jetzt diese extra lange Folge. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder, je nachdem, wer da rankommen wird. Ich weiß nicht, vielleicht noch mehr Raffis wahrscheinlich. Weil wir haben noch den aktuellen Raffi nach dem Zeitsprung und den Gear Force Raffi. Da freue ich mich auch drauf. Oh, geil. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war's für heute. Arrivederci, liebe Gamergronis. Wir sehen uns mit einem nächsten Raffi-Gameplay in der nächsten Folge. Tschüss.